Ich berichte mit Stolz, dass unsere Arbeit in den USA die Aufmerksamkeit der Weltvereinigung der Zoos, zoologischen Organisationen und ergänzenden und ähnlichen Verbänden errungen hat. Wir wurden kontaktiert, um bei einem Notfall zu helfen. Ein älterer Zoo in Japan wurde vor kurzem von seinem Besitzer aufgegeben, damit der nicht für die Reparatur bezahlen muss. Ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, wer der Vorbesitzer war. Genau, Herr Myers. Dominic Myers? Tut mir leid, du hast nur nichts gesagt. Mir macht es nichts aus, dir mitzuteilen, dass das nicht der erste seiner gescheiterten Zoos ist, den ich kaufen musste. Ach, zum Glück geht es jetzt allen Tieren gut und sie haben eine vorübergehende Unterkunft gefunden. Dort können sie aber nicht immer bleiben. Deshalb müssen wir den Zoo möglichst schnell reparieren, damit sie bald wieder ein Zuhause haben. Obwohl die Riesenschildkröte ihr Zuhause wohl nie verloren hat. Also dann, wir haben viel zu tun und wenig Zeit. Oh, und noch weniger Geld. Wir werden wohl einen Kredit aufnehmen müssen. Hallöchen zum achten Teil der Kampagne und somit dem vorletzten Teil der Kampagne. Traurig, traurig. Ich habe mir mittlerweile schon die australische Version runtergeladen. Ich weiß nicht genau, ob es daran lag, dass ich gestern dann halt nicht nochmal alles neu gestartet habe. Aber leider gab es dort keine neue Kampagne oder irgendwas in der Art und Weise. Aber es soll wohl neue süße Tierchen geben und ja gut, jetzt ging es mir gestern nicht so besonders und ich war relativ früh im Bett, deswegen habe ich da auch noch nicht weiter ausprobiert, was da noch so kommen könnte und wie auch immer. Darum geht es jetzt aber nicht. Wir wollen den ersten Stern erreichen und bevor ich dazu komme, was ihr überhaupt braucht für den ersten Stern, sieht man ja hier schon ganz deutlich, dass man einen relativ heruntergekommenen Zoo vor sich hat. Mit enormen Kosten, vielen Gebäuden, optisch trotzdem immer noch recht ansehnlich, mit sehr viel Schnickschnack. Das wird sich ändern, denn ich mache diesen Teil der Kampagne, glaube ich, nicht so, wie es vorhergesehen ist. Und es tut mir jetzt schon leid, sollte sich jemand durch Zufall mal hierher verirren, der für die Konstruktion der Gebäude zuständig war. Wird nicht passieren, aber man weiß ja nie. Ich möchte mich dahingehend schon mal entschuldigen, denn ich habe, es soll nicht so aussehen, als würde ich das nicht so schätzen müssen, wie viel Arbeit darin steckt, so ein Gebäude zu erstellen. Aber, wie sagt man so schön, sie war jung und brauchte das Geld. Also es ist sehr viel zerschrottet worden. Gut, also der Grundbaustein ist zunächst erst einmal Kosten einzusparen, das heißt alles auf ein Minimum zu reduzieren. Das Schlimmste in diesem Teil der Kampagne oder allgemein in dieser Kampagne ist, dass man hat enorme Stromkosten, wenn man vorher nichts tut. Also wenn man das vorher einmal normal durchgespielt hat, dann wird man recht schnell feststellen, dass man pro Jahr um die, was waren das, teilweise 30.000 oder so nur an Stromkosten hatte. Man kam gar nicht mehr ins Plus, inklusive der Kredite, die man aufnehmen musste. Also muss man kreativ werden. Ich bin nun hingegangen und habe für mich persönlich alles umgestellt und so hat es dann auch am Ende funktioniert. Das heißt nicht, dass man schnell durch war. Das Ganze hat trotzdem insgesamt, man muss dazu sagen, nicht am Stück, weil so lange kann ich leider auch nicht ruhig sitzen, aber ja, es waren schon weit mehr als 12 Stunden. Deshalb habe ich das Ganze ein wenig unterteilt in die ja, 3 Videos, die quasi als Pre-Level gelten sollen, sprich als Vorarbeit für ja, den eigentlichen Teil der Kampagne. Gut, ich habe dann angefangen, damit erstmal die Mitarbeitergebäude anders zu setzen. So zu setzen, dass man halt mit wenig Gebäuden trotzdem den gleichen Effekt erzielen kann. Das wirkt erstmal nicht so, weil es tatsächlich, wenn man das nachher betrachtet, sogar mehr Gebäude sind. Aber dadurch, dass ich sie anders gesetzt habe, spare ich zeitlich wesentlich mehr ein als vorher.
brauche dafür weniger Mitarbeiter, denn die sind ja viel schneller an Ort und Stelle, können sich schneller ausruhen, können schneller das Futter zubereiten, wie auch immer. Und ja, ich spare dadurch im Endeffekt eine ganze Menge. Des Weiteren geht man dann hin und setzt zum Beispiel die Wasserpumpen anders, denn ihr habt eine gewisse Anzahl von allem schon vorgegeben. Wasserpumpen und Stromgeneratoren. So viele braucht ihr unter Garantie nicht und da spart ihr schon mal eine ganze Menge Geld ein, denn wenn ihr die Gebäude verkauft, bekommt ihr das wieder, was sie eigentlich wert sind. Man muss hier jetzt aber noch ganz kurz anmerken, bei den Mitarbeitergebäuden, wenn ihr die aus den eigentlichen Gebäuden zieht, auch wenn ihr diese Gruppe dort verlasst, in die sie eingefügt wurden, ihr könnt die nicht an diese Wege anschließen. Ich habe es versucht in allen möglichen Varianten, das erste Mal, es geht nicht. Macht euch gar nicht erst die Mühe, spart euch die Zeit, zerstört die Gebäude, baut die einfach an anderer Stelle neu auf. Ihr bekommt das Geld ja so oder so zur Verfügung gestellt, was die Gebäude kosten würden und somit könnt ihr sie für denselben Preis dann eben an anderer Stelle wieder neu aufbauen und habt dann noch die Zeitersparnis. So, wenn ihr den Teil für die Mitarbeiter soweit durch habt, oder in meinem Fall, als ich es soweit dann hatte, bin ich erstmal hingegangen und habe die Mitte verändert. Die Mitte besteht halt eben aus ja, insgesamt eigentlich 4 Gehegen, die ich zu einem umgeformt habe, denn ihr bekommt zum Ende hin eine ganze Menge Affen. Zum Ende hin ist eigentlich auch falsch, beim silbernen Stern. Ihr bekommt eine ganze Menge Affen, die aber zusammenleben können. Sie bekommen keinen Bonus, dies, das, jenes, welches, vertragen sich aber. Und die Gehege, die offensichtlich dafür vorgesehen waren, sind zu klein. Egal, was ihr damit macht später, also in meinem Fall, es wurde mir ständig angezeigt, sie sind zu klein. Ich musste die Gruppen trennen, dann doch wieder vermischen, dann war wieder irgendwas und im Endeffekt ist es sehr viel einfacher, wenn ihr aus diesen 4 Gehegen einfach eins macht. Ich hatte in der Vergangenheit auch schon den Part, dass ich eins dieser Gehege für Schildkröten noch genommen habe, war aber genauso blöd. Es ist genug Fläche vorhanden, um noch viele andere Gehege zu bauen. Aus dem Grund habe ich mich dann dafür entschieden und das mache ich auch an dieser Stelle, denn dieser obere Bereich, den ich da konstruiert habe mit den Mitarbeitergebäuden, das ist nicht das Letzte, was dort stattfindet an diesem Ort. Und wenn ihr später weiter oben da rumbaut, rumbastelt, habt ihr euch unten einiges zugebaut. Also und ihr kommt da halt einfach nicht mehr wirklich gut dran. Und aus dem Grund empfiehlt es sich, das entweder schon ganz zu Anfang zu machen, bevor ihr überhaupt irgendwas anderes macht, oder eben spätestens an dieser Stelle. Das Umstrukturieren der Gehege an sich später, das ist, ja, da kommt ihr auch so dran, aber eben diese Verbindungsbereiche, die solltet ihr an dieser Stelle spätestens schon mal fertigstellen. Das Gehege selbst kümmert mich auch erstmal nicht wirklich, weil es ist noch Zeit. Und könnt ihr aber mitmachen, wenn ihr später sehr schnell fertig werden wollt. Wenn es euch darum geht, halt wirklich viel Zeit einzusparen, dann macht die Gehege direkt fertig. Räumt den Kram daraus, macht das Wasser weg. Achtet darauf, dass ihr einen ansprechenden Untergrund habt. Kurzes Gras, bisschen langes Gras, ein bisschen Matsch und sowas alles, ne? Futterfläche und sowas. Das könnt ihr dann schon machen, dann könnt ihr später die Affen direkt da reinsetzen und könnt dann halt noch die restlichen Bedürfnisse anpassen. Bestimmte Bodenbedingungen oder vielleicht schon Klettergerüste, die ihr erforscht habt, wie auch immer. Dann habt ihr das nämlich auch direkt erledigt. Habe ich an dem Punkt nicht gemacht, war mir halt nicht wichtig. Aber die Veränderung eben von 4 Gehegen zu einem sollte man jetzt schon machen, sonst kommt ihr später nicht mehr dran. Und man sieht, glaube ich, auch hier das erste Mal ganz gut, warum ich mich zu Anfang schon entschuldigt habe. Ich zerstöre die Häuser, die vorgefertigt in das Spiel implementiert wurden. Ich gehe einfach davon aus, dass sich da niemand hingesetzt oder tatsächlich so ein Haus aus diesen Einzelteilen gebaut hat. Die werden ja vorkonstruiert am PC und von dem her glaube ich nicht, dass da jemand so viel Fummelarbeit reingesteckt hat. Aber man muss dazu sagen, wenn ihr diese Häuser abreißt,
die so oder so dann leer stehen, weil ihr ja die ganzen anderen Gebäude da rausgeholt habt, dann ja, habt ihr eine Menge Geld nachher und Platz. Und an dieser Stelle muss gesagt sein, dieses Häuschen im Affenhausbereich nimmt einfach unheimlich viel Platz weg. Wenn ihr schlau seid, nicht wie ich, macht ihr dann auch direkt die Mauer noch fertig von dem Affenhaus, weil das habe ich nicht gemacht. Ich habe später die Affen reingesetzt und da sind mir ein paar Flöten gegangen. Hat mich wieder 4 Minuten meines Lebens gekostet, aber war nicht schlimm, ging fix und erledigt das sofort. Denkt dran an den Kletterschutz und alles ist gut. Aber wie gesagt, das Haus musste leider weg. Es hat gestört und es folgen noch viele, viele andere Gebäude in diesem Level, in diesem Teil der Kampagne. Ich habe wirklich viele Häuser zerstört. Sehr viele. So, wenn der Part erledigt ist, komme ich dann eben auch zu dem Moment, wo ich tatsächlich Geld bekomme. Also Gewinn mache in dem Moment und sicherstelle, dass ich dauerhaft auch Geld einsparen werde. Das ist vom Videoverlauf her natürlich etwas weiter hinten, aber das spielt ja gar keine Rolle. Die Infrastruktur, die besteht hier in diesem Spiel, wie sonst auch, eben aus den Wasserpumpen und dem Elektrobereich. Und der Elektrobereich ist das teuerste in dem ganzen Spiel. Er ist teurer als das Tierfutter, teurer als die Personalkosten und ist halt auf normale Art und Weise gar nicht abzusenken. Das heißt, ihr müsst reduzieren und das heißt, ihr müsst einen kompletten Umbau starten. Ihr müsst wirklich einmal alles ausschalten und schauen, wo setze ich die Dinger hin, um wirklich aus der Masse, die zu Anfang vorgegeben ist, ja, das Beste rauszuholen und den Rest dann einfach zu schrotten, damit man etwas mehr Geld hat. Wie gesagt, das gleiche ist mit den Wasserpumpen. Ihr braucht bis zum Ende des Spiels eigentlich nur 3. Ich glaube, ich setze später irgendwann noch eine 4. Das liegt aber daran, dass ich mich später dazu entscheide, entschließe, wie auch immer, noch viel mehr Gehege zu bauen, als ich ursprünglich noch dachte. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Also ihr habt irgendwann in dem Spiel den Moment erreicht, wo euer Geld ins Plus geht. Wie gesagt, bei mir war das nach Stunden. Wirklich Stunden. Das dauert halt, ne? Also trotzdem, dass ich diesen Kredit nicht so genutzt habe, hatte ich dann eben nachher die Probleme, weil ich halt die Mitarbeiter hatte, weil ja natürlich nicht von Anfang an so viele Leute in den Zug kommen und ihr natürlich trotzdem die Stromkosten habt, die euch auffressen und und. Aber wie gesagt, es kommt der Punkt spätestens nach Beendigung des ersten Sternes, wo ihr deutlich vom Gewinn her steigt und wo der Rest eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Ihr müsst einfach nur dranbleiben, ein bisschen Geduld haben. Natürlich ist das schwierig, wenn man im Minus ist, kann man nicht mehr wirklich was bauen, man kann nichts mehr machen, großartig. Aber man kann die Tiere versorgen, man kann trotzdem zusehen, dass der Zoo sauber bleibt, was auch immer. Es gibt immer irgendetwas zu tun und von dem her, Man muss an dieser Stelle noch sagen, dass darum kümmere ich mich in diesem Level gar nicht irgendwie. Ich habe das in der Vergangenheit aber doch schon gemacht. Ihr habt da auch Vivarien. Wenn ihr schlau seid, schlauer als ich, denn ich habe die in der ganzen Fummelei wirklich komplett außer Acht gelassen, bevor ihr irgendetwas baut später, wenn ihr den Infrastrukturbereich fertiggestellt habt, geht hin und holt euch immer ein Tierpaar für die Vivarien. Die vermehren sich später, die Viecher könnt ihr verkaufen oder freilassen und das Ganze ist schon finanziell gesehen doch eigentlich eine richtig fette Unterstützung. Vor allem Schlangen, also zum Verkauf eignen sich tatsächlich Schlangen am besten, denn die geben im Durchschnitt zwischen 900 bis ja teilweise sogar 2000 finanzielle Mittel, die ihr dann eben als Unterstützung für euren wirtschaftlichen Bereich nutzen könnt. Also ich, wie gesagt, das habe ich in dem
Punkt völlig außer Acht gelassen, möchte das aber dann hier nochmal ansprechen. Für irgendwen, der sich denkt, oh, okay, dann schummeln wir uns auch mal so ein bisschen durch. Machen wir es mal. Macht das mit den Vivarien auf jeden Fall, so oder so. Also ich weiß nicht, warum ich es außen vor gelassen habe. Ich war so konzentriert auf andere Momente. Gut, aber wie dem auch sei, das ist dann halt für diesen Videopart der letzte Bereich. Erstmal die Infrastruktur, geht durch die einzelnen Anschauungsmethoden, Wasser und Strom, und setzt wirklich die ganzen Generatoren und Wasseraufbereitungsanlagen so, dass man nur ein Minimum braucht. Ihr braucht nicht flächendeckend eine Wasserpumpe. Das ist einfach nicht nötig. So viele Tiere habt ihr nachher nicht, die Wasser benötigen oder Wasser haben. Das langt schon mit 3 bis maximal 4 Stück bis zum Ende hin. Und ihr werdet sehen, ihr habt eine ganze Menge Geld gemacht und auch zukünftig gespart. Denn wie gesagt, ihr müsst nicht mehr so viele betreiben und dementsprechend sind die Kosten nachher dann auch wesentlich niedriger als vorher. Mehr als die Hälfte im Übrigen. Gut, das ist es für diesen Part und dann hören wir uns zum nächsten Vorbereitungsteil für den achten Teil der Kampagne.